Leute, da sich meine Back-to-School-Reihe langsam dem Ende zuneigt, wollte ich nochmal ein richtig, richtig cooles und aufwendiges Video machen. Deswegen gibt es heute eine Back-to-School-Morgenroutine mit 10 Lifehacks, um Zeit zu sparen. Ich hoffe, dass euch diese Videoidee genauso gut gefällt wie mir. Und wenn ja, dann würde ich mich natürlich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und schreibt mir am Ende unbedingt in die Kommentare, welcher Hack euch am besten gefallen hat. Und dann starten wir jetzt direkt mit dem Video. Natürlich fängt eine Morgenroutine erstmal mit dem Aufstehen an. Und mein Wecker habe ich nicht neben mir im Bett liegen, sondern auf einer Fensterbank. Deswegen muss ich erstmal quer durch den Raum rennen und bin direkt schon etwas wacher und schlafe nicht wieder direkt ein. Und weil ich schon direkt am Fenster bin, lasse ich etwas Tageslicht in meinen Raum, um auch wach zu bleiben und trinke auch etwas Wasser, damit ich mich am Morgen direkt viel fitter fühle und normalerweise ist man auch am Morgen durstig. Und so gehe ich dann ins Bad und meine Hautpflege betreibe ich immer abends und niemals morgens. So spare ich morgens extrem viel Zeit und es tut der Haut auch einfach mal gut, sie nur mit Wasser zu waschen und nicht mit irgendwelchen 10.000 Hautprodukten. Und wenn ich das gemacht habe, dann geht es auch schon an die Haare. Ich mache zuerst meinen Zopf auf, denn wie ihr wisst, ich habe meine Haare immer nachts geflochten. Und ich denke, ihr kennt das auch, dass am Morgen, wenn man zur Schule muss, die Haare manchmal nicht mehr so toll aussehen, aber man auch einfach viel zu faul ist, sie dann noch zu waschen. Deswegen benutze ich immer Trockenshampoo. Ich glaube, das muss ich nicht noch einmal erklären. Das ist einfach ein super praktisches Produkt, was sich eben morgens sehr, sehr gut anbietet, um Zeit zu sparen. Und jetzt sehen meine Haare so aus, dass es auf jeden Fall für die Schule reicht. Und falls euer Trockenshampoo mal leer sein sollte, was bei mir schon öfters mal vorgekommen ist, dann kann ich euch auch einfach Babypuder stattdessen empfehlen. Dadurch liegen eure Haare nicht mehr so platt an der Kopfhaut an, sehen eben voluminöser aus und frisch gewaschen. Und wenn ich weiß, dass ich heute wohl keine Zeit habe zum Frühstücken, putze ich mir auch schon direkt die Zähne. Und was ich euch auch sehr empfehlen kann, ist Musik. Ich habe mir da so eine Playlist erstellt, die ungefähr genauso lange dauert, wie ich brauche, um mich morgens fertig zu machen. Und es ist auch einfach super praktisch, um seine eigene Routine zu finden, weil man dann irgendwann immer bei demselben Song auch dasselbe macht morgens. Und das kann ich euch sehr empfehlen, das mal auszuprobieren. Und dann geht es weiter mit dem Problem, was soll ich anziehen? Und ich habe euch dazu mal ein Video gedreht mit ganz, ganz vielen Outfit-Inspirationen. Schaut euch das an, das ist auch nochmal in der Infobox verlinkt. Aber generell kann ich euch immer Einteiler empfehlen. Darauf greife ich einfach morgens sehr, sehr gerne zurück. Einfach solche Basic-Einteiler, die man sich schnell rüberziehen kann. Und da muss man sich einfach nicht so viele Gedanken machen über sein Outfit. Das Kleid ist an der Rückseite sogar richtig, richtig cool geschnitten, aber man sieht das in der Schule einfach gar nicht, weil ich da immer meine Haare drüber habe. Aber egal. Beim Make-up würde ich euch natürlich auch immer empfehlen, eher wenige Produkte zu nehmen, weil erstens spart das richtig viel Zeit und zweitens, man braucht nicht so viel Make-up für die Schule. Und bewahrt eure Produkte gerne in einer Make-up-Schale auf. Da habt ihr sie einfach direkt griffbereit und das Ganze geht auch viel, viel schneller. Und mit meinen Produkten habe ich mich jetzt geschminkt. Das sah dann so aus am Ende. Ich habe euch auch schon mal ein ganzes Video zu meiner Make-up-Routine gedreht. Das Video kann ich euch dann mal gerne hier verlinken und natürlich auch in der Infobox. Und an diesem Tag habe ich dann einfach einen anderen Lippenstift genommen und ich habe auch noch meinen Eyeliner verwendet, weil ich noch etwas extra Zeit hatte. Und dann geht es weiter mit dem Frühstück und am liebsten würde ich jeden Morgen so frühstücken, was aber leider nicht ganz so realistisch ist. Wenn ich Schule habe, dann frühstücke ich meistens nur so. Ist aber auch echt ganz praktisch und ein schnelles Frühstück, wenn man eben zur Schule muss. Aber wenn ich mal absolut gar keine Zeit habe zum Frühstück, nehme ich mir eben einfach abgepackte Snacks mit. Das kann man eben super gut in der Straßenbahn oder im Bus essen. Und ihr solltet eure Snacks vielleicht besser festhalten, als ich es tue. Die packe ich dann einfach in meine Schultasche. Die habe ich euch ja schon in meinem letzten Video gezeigt. Die verlinke ich euch natürlich auch sehr, sehr gerne mal in der Infobox. Und natürlich würde ich euch auch sehr empfehlen, einfach mal eure Schultasche abends zu packen und nicht erst am Morgen. Das erspart euch ganz, ganz viel Zeit und Stress. Und ich schaffe es zwar nie, mein Outfit abends rauszulegen, aber ich schaffe es eigentlich immer abends meine Schultasche zu packen. Und jetzt geht es weiter mit einem sehr, sehr coolen Hack, wie ihr eure Jacke richtig, richtig schnell anziehen könnt. Und zwar einfach so. Und den Hack finde ich wirklich sehr praktisch und nutze ich fast jeden Morgen. Ihr müsst eure Hände einfach überkreuzen und da dann ganz locker eure Jacke drüber werfen. Das sollte dann so aussehen. Und danach müsst ihr einfach nur noch eure Arme über euren Kopf schmeißen, sozusagen. Mit verringerter Geschwindigkeit sieht das Ganze dann so aus und es geht tatsächlich schneller, als sich normal die Jacke anzuziehen. Und es ist irgendwie auch voll der coole Move, das morgens zu machen. Und so wäre ich dann fertig gestylt für die Schule bzw. Uni und das ging echt schnell. Vergesst nicht, mich auch auf meinen Social Media Seiten zu besuchen. Dort heiße ich überall xLetter und auf Snapchat übrigens juliamaria.f. Und schreibt mir jetzt in die Kommentare, welcher Hack euch am besten gefallen hat. Ich bin ja sehr gespannt, was da so die Mehrheit sagt. Hier findet ihr noch zwei weitere Videos von mir, auch natürlich Back-to-School-Videos. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!